Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich habe heute das Unboxing gemacht. Da ist erst ein bisschen Drama in dem Unboxing. Und dann klärt sich das aber. Ich werde zwei Partien spielen, eine gegen den München Vancouver und eine gegen den gegen den Polgar. Exklusiv gegen den Polgar wird es erfolgreicher sein als gegen den Vancouver. Da ist halt der Polgar lässt sich so eine Schwäche anheizen, die er aber nicht zu lösen weiß. Das ist das Problem. Und dann hinterher schreibt er dann, ich gebe auf. Dann ist die Partie gewonnen. Das München-Gehäuse wurde ab 85 produziert und lief Ende der 90er Jahre aus. Es gehört zusammen mit dem Gehäuse modular, exklusiv und mit Einschränkung Mirage-Brett, aber sehr viel Einschränkung. Keine LEDs auf dem Brett oder irgendwas in der Art, du siehst am Brett nicht die Züge. Ist inkompatibel zu vielen Modulen, also den kannst du vergessen. Zur sogenannten modularen Reihe von Mephisto, also ganz ehrlich, wenn tut euch einen Gefallen, wenn ihr mal für die Mirage seht, ihr möchtet gerne einen Schachcomputer kaufen und seht den Mephisto Mirage mit Mirage-Modul und sowas für, keine Ahnung, 80 Euro. Oder ihr seht für 140 oder 150 den Modular 4, dann kauft euch den Modular 4. Das Problem ist einfach, du kannst das Brett nicht drehen intern. Das heißt, du kannst nicht mit Schwarz unten spielen. Du musst also auf der gegenüberliegenden Seite sitzen. Und da muss man immer so rüberschielen, weil am Brett sieht man nicht die Züge. Du musst also immer so rüberschielen, was er denn gezogen hat am Display, was du dann verkehrt rumliest. Also ganz weird. Außerdem ist er inkompatibel zu fast allen Modulen. Ich glaube, MM4 lief und Rebell irgendwie, die auch nur ganz weird, dass man die eigenen Züge quasi per Drucksensor eingibt, die Züge des auf dem Mirage-Sprit, also manchmal vom MM4, aber nicht, die machst du ganz normal, die Züge, also ohne irgendwas zu drücken, das ist irgendwie so weird. Theoretisch geht es. So, es bietet drei Modulschächte und kann mit praktisch jedem Mephisto-Modul für die modulare Reihe betrieben werden. Das Münchenbrett besitzt als einziges Gehäuse der modularen Reihe Turniergröße. Eine S-Variante des Münchenbretts wurde mit den ersten 68.000 Modulen Mephisto 3S Glasgow unter anderem eingeführt. Diese Bretter besitzen keine interne Spannungsregelung und müssen mit passenden Netzteilen in Klammern exakt 5 Volt, zum Beispiel HGN 5004 betrieben werden. Siehe auch Stromversorgung Mephisto-Reihe. So, da ist hier noch, hier rechts ist hier noch was. Hersteller Hegner und Glaser, Markteinführung 1985, Preis 1200 Mark. Figuren Holz, Brett Holz, Zugangabe, Magnetsensoren, 64 LEDs. Ach, Zugangabe 64 LEDs. Weil das hat ja 65 LEDs. Das heißt, auf A1 ist links unten in der Ecke noch eine grüne LED. 50 x 50 cm, einmal 6, dann noch die Dicke. 40 x 40 cm Spielfläche, 5 x 5 cm. Feldgröße Königshöhe 89 mm. Da muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Ich habe doch irgendwo so ein Zentimetermaß hier liegen. Was hat denn das DGT? Das DGT hat 5,5. Das DGT-Brett ist also doch etwas größer. Setzt schon Staub ein, das DGT-Brett. Ich muss mit dem Staubwedel drüber gehen. Und das Turnierbrett muss ich mal gucken. Da steht ja angebliche Turniergröße. Deswegen prüfen wir das mal nach, weil ich glaube das nicht. Ist ein großes Gerät, aber keine. Oder ich vertue mich da. Die haben. Nehmen wir mal das hier. 5,7. Ja, meinetwegen auch 5,6. 5,6 cm Feldgröße. Ich muss das nach innen klappen. Und der hat.
So. Ja, es ist keine exakte Turniergröße. Turniergröße ist 5,6 cm Feldgröße. Das DGT-Brett ist etwas größer. Warum ist das denn abgegangen hier? So. Ja, ist aber wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich dankbar für diese Kanalspende. Das ist so fantastisch. Das ist der erste München, den ich jemals hatte. Das waren immer diese Preisunterschiede. Mann, ich glaube, die München-Bretter haben sich die geholt, die sich meistens diese Richard-Denk-Computer geholt haben. So nach dem Motto, wenn ich mich schon 32-Bit Richard-Denk, Dallas 32-Bit hole, um als Beispiel mal zu nennen, dann kann ich mir auch gleich die München holen. Weil ich meine, der Unterschied war doch nur irgendwie 4000, das war irgendwie nur 200 Mark Unterschied. Ob München oder das andere. Aber vielen, vielen Dank dafür nochmal. Da werde ich einige Videos draus machen. Interessant wird es vor allem werden, bei dem Vancouver die Figurenwerte zu verstellen, um den dann mit verstellten Figurenwerten gegen andere spielen zu lassen, meinetwegen so Spaßpartien, den Compendium 3 zum Beispiel gegen den Vancouver und Vancouver dann die Figurenwerte irgendwie auf 60% runterschrauben, ob er dann anfängt, hier die Figuren wild zu opfern. Das werden wir alles sehen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, das ist so fantastisch. Da weiß ich, warum ich diesen Kanal überhaupt mache hier. Ich kann es gar nicht glauben. Also, vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die wunderschönen Geräte. Hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Es ist etwas angekommen. Ja, jetzt ein bisschen viel beklebt, aber wohl nicht so viel, dass es nicht ging. Ich muss erstmal eine Fasspause darauf öffnen. So, mal gucken. Wie macht das? Ich nehme mal ein bisschen kleine Klinge. Und dann mal gucken hier. Paket hineinsägen. Ebenso wenig wie meine Finger. So. Was ist los hier? Das hatte übrigens keine Folgen. Ich musste nichts bezahlen, nachzahlen oder sowas. Ich habe da schon wieder die schlimmste Befürchtung gehabt. Da war aber überhaupt nichts in diesem Sinne. So, die Verpackungssache kann ich hier. Das hier beschere wäre wohl besser gewesen. Das ist aber gar keine Szenariofrage, mit der ich versuche. Meine Güte, klar, dass das nicht so gut geht. Ja, das ist ein Messer. Was?
So, dann kann ich das jetzt so aufklappen. Geht auch nicht. So. Eine Adidas-Tasche sogar dabei. Was ist da drin? So, Adidas, Deutscher Fußballbund. Kannst du mal zur Seite hier. Hat er schön verpackt. Ich finde das gut, will ich ehrlich sagen. Sehr kreativ. Wo ist denn vorne? Vorne suchen, vorne. Hier ist vorne. Wow, was eine. Das ist ein Riesenteil. Das ist aber sehr schön, dass da so eine schöne Tasche dabei gegeben hat. Wunderschön. Der hat gar nichts erwähnt, der Postbote. Ich habe ihm gesagt, ich hatte schon Befürchtungen, weil das verpackt gewesen sein soll. Was sie, glaube ich, gar nicht gerne sehen, ich habe im Internet nachgeguckt, da waren Pakete wie Mumien. Das würden die nicht gerne sehen. Also komplett eingewickelt, also dass wirklich kein Millimeter Platz drin noch frei war. Wow. Der erste Mephisto München, den ich je hatte. Wow. Mephisto Polga. 8-Bit Display Modul. Dafür werde ich mal das HG5001 nehmen. Ich überlege ja schon, ob ich den als Burger lasse. Oder die LEDs sind ja riesengroß. Und hier ist auch die zweite LED hier. Oder ob ich das zu den München Vancouver mache. Aber erstmal die Puppen aufbauen. So, die Figuren hier hin. Die anderen Figuren habe ich im Nebenraum stehen. Die stehen halt hier jetzt so günstig im Regal. Ich habe da noch einen zweiten Figurensatz. Da meinte er, hätte den anderen lieber genommen. Mir kommt dieser Figurensatz wertiger vor als der, den ich habe. Oder den ich vorher hatte. Weil da fehlen so viele Magnete und die Qualität ist auch nicht mehr so gut. Deswegen ist das schon ganz gut, dass ich andere Figurensätze habe. Mein erster Mephisto München. Das ist so fantastisch. Ich habe wirklich gedacht, da will mich jemand veralbern, wo ich das gelesen habe. Na gut, aber warum sollte man das? Das, dann lieber mal das Netzteil hier. Erstmal das Kabel ranholen. Ich glaube, ich werde das DGT-Brett woanders hin tun. Ich nutze das sowieso nie. Wo ist es denn? Das HG5001. Ich habe hier die ganze Armada von Netzteilen liegen. Das sind 2, 4, 6, 8, 9. Und das dicke, das erkenne ich ja von Vancouver. Das ist das 10. Und von den beiden Oldies hat den 11, 12. Hier ist das Netzteil hier vorne. Ich bewege mal wieder die Kamera. Dann müsste ich aber das hier umdrehen. Das ist er, Mephisto München, Polga. Ein bisschen hier noch so rum. So, das ist der Star des Videos, nicht ich. So, dann die Schublade mal aufmachen. Also ich. Der fährt die Schublade immer noch ein Stück weiter da rein, aber egal. Ist kaputt. Warte mal. Ist das mit dem Netzteil nicht in Ordnung? Ich geh mal da runter. Er geht nicht an. Nochmal
ausmachen. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Ich probiere mal was aus. Ich nehme die mal raus. Und so, das Leermodul. Dann muss ich mal kurz zurückgehen. Das Leermodul hätte ich nicht rausholen müssen. Da muss ich aber das Netzteil natürlich ändern. Also so hirntot sollte man nicht sein. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig reingesteckt. Ich weiß es nicht. So. Ach, da steht sogar hier drauf. Ich mache etwas weiter. Ich muss das greifen können hier, wo man die Module reinschiebt. Wieso habe ich da nichts? Das ist doch gar nicht komplett geschlossen. Das ist etwas weiter dahinter. Ne, so weit kommt das nicht raus. So, da brauche ich natürlich das andere Netzteil für. Ich habe jetzt das Vancouver-Modulset hier reingemacht. So, da brauche ich natürlich das andere Netzteil für. Nicht, dass das Netzteil dann nicht kompatibel ist mit dem Folger. Und dann, na, ich denke, das wäre defekt hier. Das ist doch im Bild hier alles. So, dann wieder das Netzteil rein. Das aus. Warum geht da denn nichts? Ach man. Der geht nicht an. Das ist doch scheiße. Wende das Display doch mal deine Richtung, Thomas. Dann siehst du doch, was du filmst. Der geht nicht an. Scheiße. Was hat der denn? Ah doch, jetzt mach das. Nein. Ich war wirklich geschockt. Nein, so der Vancouver, jetzt mit dem Vancouver, der hat ja kein Spannungswandler. Meine Güte. Das war echt shocking. Oh Mann. So. Info zieht alter Memo Start. Aber warum ist das hier schwächer? Komisch. Vielleicht liegt es auch am Licht hier. So, ich fange einfach mal an. D7, D6. Ach, jetzt halt die grüne LED leuchtet hier. C6. Wow. Ich meine, bei dem anderen wäre, bei meinem Exklusiv ist das Display deutlicher. Als hier, das ist hier schwächer. Also eher zu vergleichen, wenn ich so sitze, ist es aber auch deutlicher. Das heißt, das kann am Licht liegen, weil die Lichtverhältnisse anders sind. Bei dem am PC-Bildschirm, da habe ich ja das Licht von hinten und das Licht von vorne. Und hier kommt es ja mehr so von oben, dass es das sein könnte. Warum ist hier D4 keine Theorie? Verstehe ich nicht. Was ist denn hier Theorie? Oder er war schon aus dem Buch draußen. Meine Güte. Wow. Was ich zu diesem Exklusiv weiß, ist, dass der Exklusiv nicht so lange gebaut wurde wie der ich meine natürlich der München. Dass der München nicht so lange gebaut wurde wie der Exklusiv. Also der München war das erste, was eingestellt wurde in der Herstellung. Dann wurden nur noch Exklusiv und Modular hergestellt. Ja, das war glaube ich auch so 80 von 100 waren Exklusivgeräte, die sich verkauft haben. Und 20% dann München. Ich hab
habe schon Schreck bekommen. Meine Güte. Was mache ich denn in Läufer E2? Ich glaube, ich mache lieber Läufer E2. Ich bin schon genauso feige wie die Computer. E6. Läufer E7. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war fantastisch. Alles normal gelaufen. Da ist nicht mal eine Macke dran hier. Das ist ja... ja, wie soll ich sagen? Das ist wirklich... Da ist nichts dran, wenn ich hier das so ansehe. Das ist wie... also so gepflegte Geräte sieht man wirklich selten. Meine Güte. Ich weiß auch, wie ich gegen den Balki gespielt habe, gegen den San Dennis 32-Bit. Das war auch in München. ich meine, die München-Geräte hätten keine Spannungswandler drin. Deswegen wären die auch kompatibel zum 32-Bit oder zum 6830. Ja, ja, und da war es ja erst der Genius hinterher. Wo die so weit verkleinern konnten, dass die diese riesen Platine quasi den 68030er in ein Modul reinbekommen haben. Hochade. Wow. Was mit diesen Gummifüßen, das fällt mir gar nicht so auf, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich tatsächlich erstmal drunter gucken. Inwieweit die fehlen. Und gleich werde ich noch das Polgar-Modul in den Exklusiv reinmachen. Das ist ganz praktisch, weil den Polgar, den hatte ich sowieso als Exklusiv. Das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich es an Ausschalter, den muss ich wohl irgendwie anders machen. Was mache ich denn nun? Läufer D3. Mich hat ein bisschen irritiert, dass er D6, C6 zieht und dann aus dem Buch draußen ist. Kann das sein, dass er die Einstellungen speichert? Also die Zufallsbibliothek? Dass das gespeichert ist? Oh Mann. Das ist natürlich viel besser drauf zu spielen auf so einem turniergroßen Gerät. Was natürlich... Ich bin da nur den Exklusiv gewohnt. Also diese Lampen, die wirken doch schon recht wuchtig, muss ich ehrlich sagen. Da sind die vom Renaissance, die waren geradezu zierlich dagegen, diese Quaderlampen. Da war in jeder Ecke war ja eine Lampe drin bei den Renaissance. Und dafür war die Spielstärke aber auch nicht so gut. Was mache ich denn? Ich mache einen Springer beiseite. Oh Mann. Damit ist das ja bald schon eines der besten Jahre aller Zeiten hier. Also für mich persönlich natürlich. Ich habe schon Angst gehabt, der funktioniert nicht. Meine Güte. Ich habe hier schon heute Morgen habe ich hier gestanden mit der Sendeverfolgung auf meinem Smartphone. Ich habe so eine Smartphone-App. Die 7B6. Ich habe so eine Smartphone-App, dann gebe ich die Sendeverfolgungsnummer ein und meine Postleitzahl. Da sehe ich auf so einer Minimap, sehe ich genau, wo da ist. Und dann stand der, die ganze Zeit stand da noch 5 Stück bis zur Auslieferung. Und irgendwann gucke ich aus dem Fenster und dann sehe ich das DHL-Auto, wie das hier am Haus vorbeifährt. Und der Lippo, den hat da nichts mehr gehalten. Er ist dann... Die Treffer und natürlich erstmal Schlüssel mitgenommen, Portemonnaie. Ich muss auch keine Strafe nachzahlen. Ich mache mich dann natürlich immer verrückt, ist ja ganz klar. Der Lippo, der zahlt dann geistig in seinem verkorksten Hirn, ist er dann quasi schon 50 Euro Strafe am Zahlen. Vor dem inneren Auge. Wollte schon zur Bank hinfahren, zur Postbank. Ach, fahr ein bisschen zur Postbank, Lippo, habe ich mir so gesagt. Hol 50 Euro ab. Wer weiß, was das Strafe kostet. Ah, das geht aber noch, das Paket. Muss ich ehrlich sagen, so dramatisch ist es doch gar nicht, wie die gemalt hat an der Post. Da hat sie überreagiert. Das ist, ich habe da wirklich Fotos gesehen, aber wirklich das gesamte Paket war komplett nahtlos, wie so eine Mumie war das mit diesem Paketband. Aber auch so rum.
Also wirklich wie eine Mumie, komplett umwickelt. Und das machen die als Sperrgut. Das hätten die wohl auch vorher schon gemacht. Das heißt, dann hätten die schon das wohl gar nicht erst auf die Reise geschickt. So, was mache ich denn? Ich könnte in Passant schlagen und dann springe F3-E5. Das mache ich sogar. Meine Güte. Das war natürlich für den Mephisto-Fan damals, war das natürlich hier der absolute Überknaller. Mephisto München. Da war schon der Polga war als München. Ach, er will jetzt hier. Jetzt habe ich mich aber in den Nesseln gesetzt hier. Ich musste irgendwie. Ich muss Läufer D3 ziehen. Es droht Springer E4. Und wenn ich den dann. Also, wenn ich da nichts habe zum Schlagen, Springer E4, dann ist ja die Fesselung. Deswegen muss ich jetzt sogar schlagen mit dem Läufer. Sonst verliere ich die Figur. Und das Problem ist, ich kann einfach mit der Dame nicht normal weg. Das ist ein bisschen blöde jetzt hier. Ich mach mal A3, Läufer F3, Läufer C2. Meine Güte. Das ist doch für eine Mephisto-Fan ist das doch das Nonplusultra. So in München. Das ist doch. Das schwebt man doch auf Wolke 7. H7, H6. Das Lustige ist übrigens, dass ich jetzt so gestaffelt habe. Ich habe 4 Modular, 2 exklusiv und 1 München. Also genau immer die Hälfte. Meine Güte. Gab es überhaupt was Vergleichbares? Ich meine, außer Sargon. Der Sargon war, glaube ich, der größte. Sargon 2.5 und Sargon 4, meine ich. Das waren noch die größten, glaube ich. Von der Größe her bei Schachcomputern. Und hier, also weil ich meine es die klassischen Geräte. Das, ich meine, es gibt ein Millennium Exklusiv, ein aktuelles, das auch Turniergröße hat. Weil das heißt, glaube ich, nicht Millennium Exklusiv, sondern Exklusiv Genius oder so, sondern irgendwie anders. Ihr seht schon, die Partie. Ach, jetzt will ich hier König G2 ziehen, dann ziehe ich in die Festung hinein. Springer nach. Ich überlege immer, ob er Dame H4 machen kann. Springer nach D2, Dame H4, Springer schlägt E4. Und da kann er Dame schlägt ja nicht machen. Wenn ich so sitze, dann ist das der Kontrast auch wieder normal. Das liegt wirklich daran, wie ich da sitze. E4, G6. Meine Güte. Das ist übrigens die niedrigste Stufe hier quasi. Ich habe da gar nichts eingestellt, das ist die Grundeinstellung. Weiß ich was, es ist 2 Sekunden pro Zug oder sowas. In der Art. Aber wirklich, da muss man ehrlich sagen, da kann man verstehen, dass die Leute, die sich ein Vancouver oder ein Almeria oder ein Porteros, Dallas irgendwas geholt haben, dass die sich gesagt haben, das war nicht so krassmäßig unterschiedlich der Preis. Das war nicht hier 2000, ich glaube, die waren richtig teuer, die 16-Bit. Das Modul 1200, das Modulset, sagen wir das Brett 500, dann wäre es 1700 gewesen. Für den Vancouver München. Ich meine, so 200 war da nur teurer als der Exklusiv. Dann haben die sich gesagt, ja, wenn ich schon diesen Preis zahle, dann hole ich gleich den München. Dann gleich richtig. Dann mal gleich den Polga ins Exklusivbrett reinmachen. Ich habe den Bauern eingestellt. Ach, come on. Guten Morgen, lieber Thomas. Bist du auch schon aufgewacht? Ich habe ja eine Ausrede. Das ist nur deswegen, weil der zarte Lepo heute Morgen um 5.45 Uhr schon aufstehen musste. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch schon 20 vor 10 oder sowas ins Bett gegangen. Also das ist trotzdem so um die 8 Stunden, die ich geschlafen habe. Das ist hier.
Das ist für mich wie Weihnachten, Ostern, alles zusammen. Dame E7. Weihnachten wäre da schon zu wenig für. Ich weiß nicht, ob ich mich da auch durch mit dem verschiedenfarbigen Läuferpaar hier retten kann. Ich nehme einfach mal weg hier. Und wie das alles erhalten ist. Meine Güte. Da ist nicht eine Ecke dran oder sowas. Das ist so unglaublich. Oh Mann. Das sind für mich die Weihnachtsgeschenke quasi, wenn man so will. Das sind für mich die nachträglichen Weihnachtsgeschenke. Oh Mann, ich habe sogar Urlaub, um es genießen zu können. Jetzt noch bis zum 6. Januar habe ich Urlaub und am 7. fange ich wieder an. Oh Mann. Das ist einfach unglaublich. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit der Dame zu sehr weit wandere. Oh, Dame F1. Dame G1 Schach, dann ziehe ich am Turm wieder dazwischen. Dame H1. Was ist denn, wenn ich jetzt Turm H2 ziehe? Wir beenden die Partie hier mal, machen mal eine neue. Das heißt also nicht eine neue Partie, sondern ich mache dann den Polka in den Exklusiv rein. Das dauert mir etwas zu lange hier, wahrscheinlich stehe ich auch auf Verlust. Ich konzentriere mich zu wenig, ich bin zu müde, ich bin zu aufgeregt. Clear. Das ist doch fantastisch. München Porteros 16-Bit. Ich habe erst gedacht, dass das Modul-Set wäre defekt. Und hab deswegen wollte ich das ausprobieren. Eigentlich wollte ich ausprobieren, den Polka an den Exklusiv reinzumachen. Bis daran liegt. Aber es liegt wohl am Ausschalter. Meine Güte. Das ist doch fantastisch. Wenn ich überlege, dass die bei den Mephisto-Turnieren. Ich weiß gar nicht, ob die auf diesem München-Brett. Wo die hatten den 68-30er. Ich weiß nicht, ob der größer ist oder sowas. So, ich hole mal ein anderes Brett. Wechsle natürlich das Netzteil. Hätte ja sein können, dass das Netzteil defekt ist. Das war auch eine Überlegung, die ich hatte. So, muss ja durch die Tür durchkommen hier. Dann wechsle ich mal das Brett. Da war vorher der Porteros 16-Bit drin. Ich muss mal gucken, ob das jetzt im richtigen Bild ist hier. Da war da vorher drin, der Porteros. So. Dann den. Was ist hier das Kader? Lippo verletzt sich seinen Zahnfuß. HG5001. Das nicht bestückte Gerät hier anmache. So, da muss ich aber kurz hier. Das ist hier, kann ich besser, wenn ich die Module reinstecke. Da kann ich da drunter greifen. Dann habe ich da so eine Rille. Und dann kann ich die Module reinschieben. Das ging bei dem nicht. Diese Rille hat er da. Also so eine Fuge. Ist das so? Ich drehe mal das Display wieder. So, das ist ja quasi das zweite Unboxing hier. Der Polka. Vollkommen normal. Funktioniert. Mephisto Polka bei Ed Schröder. Ich glaube, das hat jetzt wirklich Wirkung. Also noch mehr Wirkung, weil das ist jetzt was Persönliches. Weil den Polka exklusiv, den hatte ich damals. Und hab den dann Umstände halber, weil ich blöd war oder alles zusammen oder was weiß ich, ins Pfandhaus gebracht. Dann hatte ich ihn nie wieder. Mephisto Polka. Oh Mann. Unglaublich. Das gibt so viele Matches jetzt.
Der Exklusiv hat halt den Vorteil. Ja, obwohl ich habe ja das DGT-Brett links auf diesem Tisch stehen vom Computer, dann kommt das weg, das Münchenbrett kommt dann dahin. Weil irgendwie hat sich das doch. Vielleicht bin ich einfach zu faul. Dieses Anwerfen müssen des PCs, obwohl ich glaube, der Hauptnachteil dessen ist eigentlich eher, dass mein Laptop die Grafik nicht anzeigen kann von den Emulatoren. Also Arena zeigt dann natürlich an und alles. Aber sobald ich am Emulator selber Level einstelle, das geht ja auch. Man startet Arena und startet die Engine, meinetwegen Mephisto Lyon 16-Bit oder 32-Bit. Und da kann man am Emulator selber, an diesem Teil, kann man auch die Level einstellen. Und dann übernimmt Arena das. Meine Güte, wie lange ist das her? Oh Mann. Da waren die Preise schon am sinken, wo ich mir den geholt habe. Da habe ich für den Polga exklusiv damals 998 Mark bezahlt. Oh Mann. Der ist ja von der Bedienung genauso wie Level. Dann ist hier normal 10. Dann Turnier. Blitz. Das ist ja im Prinzip das gleiche wie ich will aber kein Blitzen machen. Das ist ja vom Prinzip her das gleiche wie der Academy und der Milano. Das heißt, wenn du den Academy hattest, kennst du die Bedienung, da kennst du auch die vom Milano. Und da kennst du auch die vom Polga. Immer dieses auf Level drücken, dann Level bis auf Blitzen, dann im Enter. Und da kann man mit Turn, Info, Memory die erste, zweite, dritte Stelle einstellen. Das ist alles das gleiche. Ein bisschen schade ist hier. Wenn ich jetzt F4 ziehe. Und da ist ein Unterschied, der erste deutliche Unterschied zum Milano, weil Milano macht diesen nicht als einzigen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt den Damen H4 Schach macht. Der Milano macht dann F4 schlägt. Also wenn man Königsgambit-Fan ist, dann wird man mit dem Polga nicht so glücklich, weil er spielt nichts anderes außer Dame H4 Schach. Dann G3. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Zug dann auch angewöhnt. Weil man hat das Problem jetzt in dieser Stellung, man sieht das zum ersten Mal, was soll ich jetzt spielen? Er droht F4 schlägt und wenn ich wieder nehme, dann kommt Dame H4 Schach. Wenn ich D3 ziehe, kommt F4 schlägt, Läufer schlägt D5. Ja, vielleicht ist D3 tatsächlich die beste Wahl hier. Die hat aber den besseren Kontrast als der eben. Okay. Läufer G2, E4, Läufer E4, F4, Läufer F4, F5. Dann wäre ja die Puppe weg. Ich mach mal Dame E2. Dass der Sinn dieser Eröffnung von Schwarz ist ja. Ich muss ehrlich sagen, der Kontrast ist, finde ich, sehr viel besser hier. E4 schlägt. Dame E4, Springer F6, aber kommt Dame E5. Das ist, man will die Gegner aus dem Konzept bringen. Das heißt, wenn man jemand Königsgambit spielt, dann muss er sich ja mit allen möglichen Varianten beschäftigen. Also, das gibt ganz viele F4 schlägt Varianten, bei denen Schwarz für ein Weiß Pech hat, sich den Bauern einfach hält und einfach den Mehrbauern hat. Und das Problem ist dann, dass Weiß ja am Königsflügel hebeln muss. Das ist das große Problem. Da, wo du reinrochiert, da hebelst du auch mit. Das gibt sogar so ganz weirde Varianten im Königsgambit. Springer C3, Springer B4, große Rochade. Das gibt so ganz krasse Varianten für Königsgambit, dann spielt Schwarz G4 und Weiß zieht den Springer gar nicht weg, sondern rochiert. Da wird der Springer geschlagen, Dame F3 steht, also ganze Figurenopfer werden da gespielt in diesem Gambit. Das ist ganz weird, das ist für einen Durchschnittsspieler, wie unser eins das ist, sind das aber interessante Sachen, aber natürlich so Supergroßmeister, die packen das natürlich nicht aus. Die können schon so gut die Eröffnung. Die wissen schon kaum noch Varianten, wo die überhaupt hier
besser rauskommen. Ich will nicht nochmal einen Bauern verschenken. Ja, ich kann ihn auch nicht nehmen lassen. Läufer D2 ist mir zu passiv. Ich bin Lipotal. Deswegen tausche ich alles weg. Wow. Der Exklusiv ist besser als der München für mich, wenn ich Videos mache. Gegen die Welt gespielt zum Beispiel. Ach, da habe ich heute in der Partie gehabt. Mephisto gegen die Welt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video mache. Es ist ja noch im Speicher. Wie schnell und einfach der Porterus die Partie verloren hat. Diese Blitzpartie, das war schon beinahe beängstigend. Das, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas mit Springer C3 und Springer C3 schlägt und DC3 schlägt. Dann, da ist so eingegangen, in 14, 15 Zügen oder sowas, da hat er schon die Dame verloren. Da hat Fritz quasi schon geschreit, schwarz wird matt. Tja, was soll ich sagen? Unser einzig Lebenszweck, wir tauschen alle Puppen weg. Ich frage mich, warum die bei den München nicht auch die gleichen Lampengröße genommen haben in die Ecken. Ob das zu unübersichtlich war, weil die Lampen sind da richtig groß von den München. H7, H5. Turm, Schach, Turm, E1. Was würde mir das denn bringen? Auch das gefällt mir einfach. Schach. Er zieht wohl den Turm dazwischen. Also König D7, Turm, E1. Ich weiß nicht. Ja, das war noch so ein Werbevertrag, den Hegener und Glaser auch wirklich aktiv wollte. Das gab ja diese Million, die ausgelobt haben, für den ersten Europäer oder was, der den Weltmeister herausfordert. Und kaum standen Timmern und Short im Finale des Kandidatenturniers, haben die sofort hier die Anwälte rangezogen. Wollten die Kohle von Mephisto haben, weil die ja wussten, einer von denen wird ja der Herausforderer. Ja, kann einfach König D7 machen. Und Springer E5 Schach, König E8, Springer G6 Schach und Springer H8 schlägt. Nein, doch nicht. Ich muss schon sagen, das spielen nur Wahnsinnige. Irgendwie sieht das schon gar nicht mal so gut aus für Schwarz. Wie will der Turm jemals ziehen, wenn der Springer nicht rauskommt? Ich glaube, ich ziehe erstmal meinen König raus. Der König muss ja schon rüber. König E7, F6, König F7. Selbst dann kann er gar nicht wegziehen. Ja, doch, der Turm kann dann ziehen. Springer G5, Schach. Ich ziehe erstmal den König raus. Mephisto. Die sind schon anders beschriftet als die ich habe. Ist das so, dass so goldene Lettern sein oder sowas? Weil meine Beschriftung sieht in weiß. Diese vom MM4 oder MM5. Da steht der Omnifistor hier drauf, aber in weiß gehalten, nicht in goldenen Lettern. Ja, will natürlich jetzt mit dem König rüberziehen. Also es sind mindestens ein Bauernkosten, die Show. Wenn der König E7 zieht, dann ziehe ich schon Turm A7. Und dann schlage ich schon den B7 Bauern. Ach, ich habe noch meinen Fassbaus hier noch stehen, ganz vergessen. D7, D6. Also solange wie der Springer da nicht ziehen kann, weil der Turm dahinter hängt, sieht er ganz schön schlecht aus. Der Turm kann nicht ziehen, weil der Springer kann nicht ziehen, weil der Turm hängt. Und ich kann, solange wie an diesem Umstand nichts ändert, kann ich ganz gemütlich meine Position ausbauen. Und was nicht zu vergessen ist, wenn ich D5 ziehe, dann habe ich sofort einen Freibauern.
Ich mach nur B4. Was würde er denn machen? H4? Den hau ich weg und auf Springer schlägt, kann ich sogar mit Springer haben. Das wäre natürlich blöd. Also, ja. Dumme Menschen würden dann den Springer opfern. Schlaue Lippos machen das nicht. Den kann ich eigentlich auch nehmen einfach. Wenn er mit dem es ändert ja nichts am Umstand. Es ändert ja nichts daran, dass der Springer nicht ziehen kann. Jetzt einfach mal gemütliche H3 ziehen. Der müsste mit dem König nach F7, dass der Turm ziehen kann. Oder nach G7, dass der Springer ziehen kann. Ist auch das gleiche, gehops wie gesprungen. Aber in der Zentralstellung kann er nichts bringen. König D7. König nach E4, F5 Schach, König F5, Springer E7 Schach, das wäre sogar die Arschkarte für mich. Keine Ahnung, ob ich mit ihm was Aktives spielen kann. Springer E4, C5. Und dann den Springer die Bauern behaken. Weißt du, ist der Plan zu schwierig für ihn? König E7, F7 und dann Springer Turm weg. Der Springer kann ja dann immer noch nicht ziehen. D7, E6. Ja, Ed Schröder wäre ja quasi gefangen in der 8-Bit-Schleife, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, ich schaffe mir jetzt sofort einen Freibauern, ob er den H-Bauern kriegt oder nicht. Ich schaffe mir jetzt sofort einen Freibauern. Ja, König F4 wäre E3 wäre natürlich sicherer gewesen. B5. So, ich nehme jetzt den ersten Bauern weg. Und jetzt hole ich mir einen Freibauern. A4, B5. Ach, der macht das gar nicht. Der lässt sich hier freudig zersägen. Wir wollen doch nicht etwa König C5 machen. Wäre wahrscheinlich auch total gewonnen, aber ich will nicht, dass er das Turmschach kriegt. Dann macht der Turm H5 Schach. Und König C6 schlägt gut, das ist auch gewonnen. Ich müsste irgendwie den Springer rüberkriegen. Springer F6 schlägt zum Beispiel. Dann muss er schon die Qualität geben. Der wurde auch so gesehen. Bringt mir das? Ich ziehe einfach mit dem A-Bauern vor. Das hat er sich wohl auch gedacht. Ja, F4, F3, F2. Nach F2 kommt Springer E4 Schach in dieser Position. Und dann ist der Bauer eh weg. Was mich erstaunt ist, er erkennt nicht, dass er den, wie er die Figuren wieder flott kriegt. G8 und H8. Die haben sich ja noch gar nicht bewegt. 4 Minuten 50 hat er schon verbraucht. Ich mache einfach A6, A7. Er kann ja nicht mal richtig ran. König E7. Ich gebe auf.